Hallöchen und herzlich willkommen zum Speedrun Christmas Amnesia mit Bina und Pex. Wir sind im Aufzug und es ist los. Ja. Speedrun. Naja. Ja, mehr oder weniger. Du liest ja nichts durch und dir ist alles scheißegal und hier ist ein Monster. Ach, juckt mich nicht. Kennst du ja schon. Ja, ja, nein. Wenn ein Monster ist, dann. Sir William ist immer noch markiert. Ist echt beschissen. Angepinkelt. Ja. Schaffst du da nicht, nein? Nein. Und jetzt. Das ist gar nicht mehr so schlimm. Bleibt sie stecken? Nein. Wow! Fallen wir jetzt? Ja. Das ist ein voller Aufzug, da kann ich sicher runter. Voller Aufzug. Mhm. Oh, mein Grund war ja traurig. So, wahrscheinlich musst du jetzt gleich das Crash bekommen, weil... Was muss ich? Das Crash bekommst du jetzt. Ich bekomme das verarscht. Das, das war's. Das, ich halt mir schon mal lass es meine... gleich auf dich wirken. Ich halt mir schon mal meine... So... meine... meine Schutzdecke. Meine Schutzdecke halte ich mir schon mal vor den Mund. Responsibilities as a Baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Linger nicht. So. Also jetzt kommt der beknackte Teil. Sind es eigentlich Blutstropfen oder Rosenblätter? Das sind Rosenblätter, glaube ich. Ja. Oder auch nicht. Doch, das sind Dosenblätter. Ich weiß nicht. Aber sie sind ja vorhin so rumgeflogen, also glaube ich jetzt nicht, dass es, oh Gott. Blut war. Okay, es wird schon ein, Oh! Irgendwas? Nee. Also ich höre, dass da jemand kräftig gefoltert wird. Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Fangen wir hier mal an. Und hier. Oh fuck, wir haben 19 Stück. Ist das viel? Ja, das ist doch. Ah, da ist eine Maus. Meine da ist tatsächlich meine Maus. Hallo. Schieb's auf. Okay. Das ist irgendwie nicht weiter. Ja, das macht nichts. Achso. Oh. Ist da was? Da oben wird demnächst was sein. Demnächst was, okay. Demnächst. Also wenn du scrollen hast, wie schon gesagt. Ja, ist Hammer. Yes, den brauchen wir. Das ist der Hammer. Hammer Time. Oh. Kentucky ist okay, das ist jetzt soweit ganz gut alles. Oh, ist ein Monster? Oh, aber ich glaube, wir können hier nicht durch. Ich glaube auch nicht, wenn da ein Monster ist, Mensch! Nee, die Tür geht auch gar nicht auf. Aber du hast jetzt der Witz bei der ganzen Sache ist, wenn wir jetzt hier hochkommen. Ja, ich hab ein Bum Bum Bum. Ah! Da ist es. Oh, es kommt. Ah! Oh, jetzt geht's denn hier rein. Geht's hier rein? Ja, geht's hier rein. Ja, ist aber schon wieder weg. Ist schon wieder weg. Geistiger Zustand? Punkt, Punkt, Punkt. So. Wir machen hier mal eine. Oh, wo ist denn hier eine Kerze? Ich will jetzt das ganze Öl nicht. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt genau machen soll. In einen anderen Raum gehen? Also, es scheint ja jetzt nicht gekommen zu sein, ne? Nee, deshalb habe ich ja gesagt, es ist gleich wieder weg gewesen. Das. Weiß nicht, wie soll ich denn die Musik nennen? Sirene. Also ich wollte eigentlich hier oben eine Laterne, die Schatten haben, ein bisschen hoch sehen können. Also hier ist tatsächlich ein bisschen gefährlich. Warum? Ja, weil hier ist Monster noch ein bisschen rumläuft. Ein bisschen? Oh, guck mal. Schön. Schön. Ich höre es noch nicht grüllen. Oh Gott, da hinten war doch was. Echt? Dann gehen wir schnell hier rein. Ich glaube, ich habe es mir nur eingebildet, weil es kam kein Grün können. Ist hier eine Kerze? Ja, wo ist sie? Wo ist sie hin? Die Frau? Die Frau mit dem Kind. Oder die Frau.
you're just making things worse. Das war Danny gleich. This is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Das heißt, sie wurde gerade gefoltert, weil sie nicht gesagt hat, wo ihre Tochter ist, und sie erzählen ihr allen Ernstes, es ist gefährlich hier? Ja, der Alex halt, der ist ein wenig schlafender. Es hat ein Mann gerade geschrien. Echt? Ja. Das ist nur. Ich mach's ungefähr nach. Hammer und Meißel. Jetzt hast du Hammer und Meißel. Kombiniere Hammer mit Meißel. Ja. Ist das auch Monster? Nee, ich höre nichts. Dann gehen wir mal. Dann braucht man das hier, glaube ich. Komm. Da mal rein. Wir machen bitte zu. Oh. Was Geiles zuzumachen. Das ist echt geil. Okay. Kommen wir ein Monster? Nö. Ich höre nix. Ah! Ach nee, das hat, glaube ich, nur gepuppert. Hat nur gepuppert. Hm? Ja. Können wir jetzt reingedampft. Ah! Ich hab's gehört! Echt? Ja! Jetzt kann man. Dann kannst du aufgeben sollen. Wieso ist das aufgegangen? Ich hab nix gemacht. Ich hab nix gemacht. Warte. Was? Was? Gehst du wieder zu? Hä? Ah! Oh, da ist es ja. Ups, jetzt kommt jetzt rein. Ja! Ups. Ah! Hoppla. Das war gar nicht geplant. Gehen Sie weg! Gehen Sie weg! Nein? Nein? Lass das Ding aus! Lass bloß das Ding aus! Aber dann wäre ich irre und fallen Ohnmacht! Ja, oder du wirst so zerfettert! Ja, das stimmt doch nicht. Oh, dein Mann ist doch. Oh, nein, ist das. Wir müssen auch nur noch hier hin, dann. Alles schön. Oh Gott. Mother, I don't want to leave without you. You must go. Find Gabriel, the Outrider, and tell him to alert the King's men. No, you come too. Please, we don't have time to make the hole any wider. Someone is coming. Hurry! I'll cover the hole with the bed. Everything will be fine. I promise. Also jetzt merkt man, wie dramatisch das alles ein bisschen ist. Jetzt hat man herausgefunden, okay. Da ist ein Loch in dem Bett. Schieb mal den Scheiß hier mal weg. So, jetzt steht hier da. Das Loch ist zu schmal. Ich wollte gerade sagen, die Mutter ist nicht durchgepasst, aber du, oder was? Ja, deswegen muss man jetzt hier noch ordentlich addern und dann. Tata! Okay. Nordblock! So. Das heißt, die Tochter sollte Hilfe holen. Nee, die soll einfach. Wieder aufwärtslich nicht. Ich wollte Hilfe holen, ich wollte dem König Bescheid sagen. Echt? Den Vorreiter? So, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Ah, genau. Alter, das haben sie alles gekracht. Das fand ich auch irgendwie ein bisschen krass. Hier ist letztendlich scheißegal, wenn man rausgeht. Wieso haben die zwei Gänge gedacht? Das ist echt. Oh, nee, es ist nicht scheißegal. Man muss rechts gehen. Ich sag's jetzt für scheißegal. Nein, ja. Jetzt soll's. So. Scheine. Oh, komm. Nee, komm. Oh, ah! Ich glaub, den kannst du nicht wegmachen. Bring ich lieber. Achso, doch. Okay. Boah, der wahrscheinlich auf mich. Oh, komm. Lass mich hier nicht raus hier. Ja, jetzt. Seriously. So, ich weiß jetzt nicht, wo man. Oh, hier müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Ja? Ja, ich glaube schon. Keine Ahnung, was das ist. Ich hab grad einen Mann weinen gehört. Der Nordblock des Kerkers. Ist ja auch nicht so geil. Hier müssen wir, glaube ich, noch gar nicht hin. Ja, das ist die Küche. Kommt erst noch? 2. August 1839. I've arrived at the village of Altstadt. It's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination, Castle Brennenburg. It's late in the evening, and the Outrider, who has been with the coach since Bremen, advised me to wait until morning before I venture further. I've arranged for a bed at Der Mühle, the village's only inn, and am now waiting for the sun to rise. I try to sleep, but as I close my eyes,
I see the man who fell victim in London. My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over. They are dead because of me. In der Mühle. Da lachst du. Ja, in der Mühle. So. Da, ganz gut. Ching, ching. Oh. Okay, also, hier ist Schmodder. Ja. Das brauchen wir. Oh, was ist das denn? So, man müsste hier jetzt nicht eigentlich was kommen. Oh, nö, nicht mal. Okay. Also, du musst mir sagen, wenn's gut. Ah, das fällt! Upsala! Was ist hinter dir? Ich weiß. Ich weiß. Wie geht es da hin? Oh Gott, das ist. Ich bin auch da! Oh. Ah! Wo ist denn die Steuerung? Ah, da. Nein, lass mich nicht. Hier sind wir sicher. Was ist da? Ich weiß, was ist da. Wo weißt du das? Du hörst es doch gar nicht. Ich kenne die Stelle. Es ist immer noch da. Okay, sammeln wir, wenn es nicht mehr da ist. Ist immer noch da. Das hat mich auch gewundert. Immer wenn ich in die Küche gegangen bin, kam es eigentlich. Aber warum ist man nicht gleich? Naja. Und? Und jetzt? Ich höre es nicht mehr rumrübsen. Nicht mehr rumrübsen. Na, das hört sich gut. Hallo? Ich kann nicht versprechen, dass es weg ist. Ja, das läuft wahrscheinlich jetzt da unten noch rum. Da ist es! Da, oh Gott, bin ich erschrocken. Folgen wir ihm. Deadass. Ja, dann bleiben wir aber so wirrbar, meine ich. Deswegen folgen wir ihm nicht. So, wir werden jetzt mal. Deadass. Oh, Scheiße. Also, ich schätze jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass es da oben nicht mehr ist. Ich hab gerade was im Hintergrund gehört. Echt? Ja, aber es ist mal so ein Fußsapper. Oh. Oh Gott. Help me. Was denn los? Mein Help me. Help me? Achso. Okay, dann ist ja alles okay. Scheiße. Dann ist ja alles okay. Warten wir schon. Ich hab echt keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Wo bin ich denn hier? Ich bin jetzt irgendwie gelaufen, verdammt. Völlig planlos. Ich bin im Kreis gelaufen, kann das sein? Ja. Fuck. Oh, da hinten ist das Monster. Das ist irgendwie aber. Das ist aber jetzt irgendwie so ein. Gewesen. Also kein. Ich kann super die Geräusche nachmachen, oder? Das ist gut. Wir haben kein Öl mehr für die Sache. So. 3rd of August, 1839. I feel like I have fled the world and all its worries. Brennenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as stalking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Okay. So. Dann schauen wir mal, ob das Vieh noch draußen ist. Glaube ja nicht. Was war jetzt mit dem Bedienst? Naja. Ah! Echt? Was ist das? Ja. Ah! Nein! Nope! 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 Glaubst du, es kommt hier rein? Vielleicht hat sie jetzt schon wieder vergessen, dass wir einfach in den Raum gerade ausgelaufen sind. Ja, hat es. Ganz süß.
Ach du Scheiße! Oh, jetzt kommt nochmal. Meinst du, es sieht es? Glaubst du, es? Nein, es redet? Nee, das redet. Holla, die Waldfee! Wie ist unser Zustand? Ganz schlecht. Das ist doch top Voraussetzung, wenn man vor einem Monster durchlaufen möchte. Oh, Scheiße. Ich wusste gar nicht, dass das Öl ist. Das Öl. Für Öl war mir das Monster jetzt eigentlich nicht wert. Ist hier nichts Wertvolleres? Nein. Nein. Alter Vater! Scheiße! Alter Vater, ey! Nee, das hatte ich noch nicht. Das hatte ich echt noch nicht. Ja, ja. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Einen Moment ist vorhanden. Da hoch? Nein. Fuck, ich weiß nicht, wo ich muss. Ich muss auf jeden Fall irgendeinen Pott finden. Nee, das bringt mir auch nichts. Also, dass wir mit Hammer und Beißer machen? In einem ausgezeichneten Zustand. Musst du nicht was von der Säule holen, das überschütten? Ja, stimmt. Es muss. Macht das nicht Sinn? Habe ich nicht mal schlau gedacht? So gut. Was wir vorhin noch gesagt, hier Schmutter.